volle Leben, lange Peitsche, Axt dreimal. Ich würde sagen, da kann nichts mehr schief gehen. Okay. Ich war zu voreilig. Oder nee. Die verschwende ich doch nicht meine ganzen schönen Äxte. Ja, Heidegger, war nett, dich zu sehen. Och, da kommst du auch noch mal vorbeigeguckt hier. Nein! Ich mach das so oft, bis es klappt. Ja, es ist so. Stellt euch ein Genie vor und jetzt stellt euch das genaue Gegenteil vor. Das bin ich in Castlevania. Ich meine immer, der kann ein bisschen weiterspringen. Ich meine schon, ja, der ist nicht Super Mario, aber. Der könnte. Obwohl. Sehen wir es mal so, wir sollten froh sein, dass der überhaupt springen kann. Ich meine. Link kann immer noch nicht springen. Und bei wie vielen Spielen ist er jetzt? Ach, leck mich. Das kann ich so oft machen, wie ich will. Muss ich mir gar keine großen Gedanken drüber. So. Ja. Dachte ich gerade, auch, jetzt konzentrierst dich mal aufs Spiel anstelle den Satz zu Ende zu stellen. Dann hat mir das Spiel so eiskalt den Mittelfinger gezeigt. Und das hätte ich eigentlich noch geschafft. So. Mach mal schneller. Den Hit will ich nicht nehmen. So, ihr könnt nicht. Also damit meine ich die Gegner. Dim, 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 dim. Das lief gut. Ach, ich bin sehr froh, dass ich hier nicht gespeichert habe. Also, dass ich hier gespeichert habe. So, ein paar Herzen können ja nicht schaden. Ja, leck mich. Ich gehe jetzt weiter. Was ist hier drin? Geld. Nützt mir nichts. Aber trotzdem schön zu haben. Ja, nee. Jetzt läuft er nicht mal mehr. Zu faul. Oder meinst du... Ich meine, du hättest gerne Pause machen können. Aber wenn... Dann nicht hier mittendrin, sondern so am Anfang der Stage. So. Ich hoffe, da gibt es noch irgendwann was zu essen. Natürlich fliegt die Axt mal wieder so weit. Was nützt mir das Geld? Ja, glitschen durch die Wand. So, jetzt kommt der bestimmt nicht mehr. Zumindest würde ich ihm das raten. Super, jetzt bin ich in der Todesfalle des Todes. Das heißt so. Jetzt lauf hoch. Ja, fall runter und stirb. Oder das zwei. Ja, fall runter und stirb. Das macht die Welt besser.
Schön glitschen die durch die Wände. Geh runter. Und das ist ein bisschen zackig. Wenn es genehm ist. Ja. Und wieder hoch. Ja. Ja, schmeiß noch eine Axt. Wollte ich nicht hin. So, jetzt kommt der Endboss, aber... Ja, jetzt habe ich gespeichert. Hoffentlich gibt es hier noch was zu essen. Okay. Gut, ich probier's. Ja, ich hab's probiert. Warte, kann ich das Zeug, was er schießt, auch mit der Peitsche kaputt machen? Ja, kann ich. Okay. Immer schön Äxte schmeißen. Ja, okay. Ich frage mich, wie man da ausweichen soll. Oder muss man das gar nicht? Muss man einfach nur Glück haben. Ja, ich glaube, da sollte man einfach nur Glück haben. Die Entfernung. So. Muss man aufpassen, dass er nicht im falschen Moment schießt. Ja, jetzt ist gut. Trotzdem treffen. Ja, mach was du willst. Ja, spawn in mir. Ich gucke jetzt einfach mal. Warte, ich wollte jetzt einfach nur mal gucken, ob, wenn ich stehen bleibe, der in mir spawnt. Ich kann mich einfach vor den stellen und die Äxte so in sein Gesicht werfen. Das klappt manchmal. Ich denke mal, das ist ganz dran. Na, hier reinlaufen. Ich probiere einfach mal alles aus, was es geht. Und der läuft dann noch so zwei Schritte weiter. Oder ist eigentlich dann mehr so? Kann immer an einer für mich günstigeren Stelle spawnen. So, jetzt ist auch scheiße, wenn man wie ich immer die ganze Zeit die Klappe hält. Aber was soll man sonst bei dem machen? Ich hab so, ja. Ich schmeiß die Axt schon in die falsche Richtung.
gehe ich doch lieber hier weiter. Wo ich noch. Na, leck mich. Wo ich noch ein, zwei Hits habe. Ja, dann muss auch gleich so ein Wichser kommen und mir alles ruinieren. Hier, leck mich. So, Augen zu und durch. Ich frage mich, was das für riesenfette Drecksvögel sind. Der Kette hätte mir jetzt eigentlich echt was gebracht. Okay. So, hier warten. Ja, fall runter und stirb. Kein Problem. Gar kein Problem! Der hat mich am Schuh erwischt. Das waren das deine, die seiner Markenschuhe oder? Jetzt, ja. Fall runter, spring runter und stirb. Jetzt. Das sind die schlimmsten Gegner, die man sich vorstellen kann. Ja, natürlich, der erwischt mich und ich ihn nicht. Fairness ist so das Grundgerüst eines gelungenen Videospiels. Ja, natürlich. Schmeißen. Alle töten. Das ist für mich das Ziel des Spiels. Ja, komm. Ein Hit, den ich nehmen kann, der reicht mir vollkommen. Gut. Ich glaube, ich hole mir sogar den Boomerang. Kann ich mir später immer noch anders überlegen. Ja, spawn in mir drin. Kein Problem. Kein Problem, Mann. Okay, warte. Morang. Ja, ich kann auch keine drei Boomerangs werfen. Ich spawn doch immer so genau da, dass ich entweder genau reinlaufe oder dass er schon in mir drin steht. Also wenn das Spiel genau das wollte, dann sind die Entwickler wirklich Schweinehunde. Nee. Also einmal muss das Teil mindestens treffen. Sonst bin ich wirklich nicht zufrieden. Ja. So schön. Okay. Achso, der spawnt immer da, wo er mich am besten dran bekommen kann. So ein Arschloch. Ah.
So. Ich wollte, ursprünglich wollte ich ja wirklich den Boss, also so ohne so viele Self-States machen, aber ich habe die komplett die Geduld verloren. Aber wirklich komplett. Den Hit will ich nicht nehmen. Richtung laufen. Irgendwie glaube ich, Kirby hat das Konzept, also zumindest nur das Konzept von Nightmare aus Kirby's Adventure, von dem Typen hier. Also das muss man sich vorstellen, der teleportiert sich, der schmeißt genauso Zeug auf einen. Nur mit einem Unterschied. Also der von Kirby, der ist da schon ein bisschen, obwohl, der ist ein bisschen underpowered, muss ich sagen. Also aus Kirby. Jetzt habe ich es raus. Ja. Das muss man noch einmal sagen und schon läuft alles im Bach runter. Gut. Ich glaube, 5 war das. Schöne Scheiße. Schön. Gut, Glupo 2 hat er noch. Die mache ich mit der Peitsche. Oh, da habe ich noch 2. Komisch, weil wenn ich den fange, dann kommt er dahin. Ja, komm jetzt. Schön. Ja, jetzt. Ja, so, nee, dann mache ich das so. Ich glaube, den mache ich mit der Peitsche. 4. Muss ich eigentlich ehrlich sagen? Oh. Oh. Wenn ich ehrlich sein kann. Ich habe den Film Dracula noch nie gesehen. Also den, nicht den Original mit Christopher Lee.
nimmt der Schaden? Ich glaube, der nimmt gar nicht wirklich Schaden. Kann ich den irgendwie auch nur am Kopf treffen? Ja. Okay, kann ich. Ja, okay. Sun kann ja auch nicht rennen. Gar nicht, dass man den nur am Kopf erwischen. Also ich wusste eigentlich noch gar nicht von dem, also von dessen zweiten Form, von dessen zweiter Form. So, das werde ich wahrscheinlich so schaffen müssen. Was? Du kleiner mieser Pisser. Oh ne, was war das? Stage 5. Ja, genau. Hoppla. Ja, ich stelle mich blöd an. Also ich stelle mich richtig blöd an. So blöd, dass ich das mit Safe States durchspielen muss. Ja, und natürlich stimme ich da sofort. Hier und nimm und ach egal. Ich bin einfach nur. Also ich meine, es ist ehrlich gesagt vielmehr so die Steuerung, also nicht die Steuerung, aber so die Tatsache, dass ich nicht wirklich. Also es ist ungewohnt, nicht wirklich rennen zu können. Ich meine, so kann man sich ja dran gewöhnen, aber. Es ist halt einfach nur Kacke. Nee. Ja, schön erwischt er mich hier mit seinem kleinen Zeh. Okay, super. Ach, das ist auch mal so schön fair. Oh, das war's. Hoppala. Naja. Oh, welche? Ja, diese Blubbermusik, wenn man. Ich meine, wenn man Mario Bros. 2 durchspielt, also nicht durchspielt, aber. Und. Und ist es weg. Zack. Wenn man Mario Bros. 3 durchspielt, das ist produced by Konami. Das ist ja mal. Das ist. Da ist wenigstens noch hier so eine beatige Musik. Because Dracula, Christopher Lee. Oder da stand Christopher B, aber die konnten das wahrscheinlich. Das Bela Lugos. Lugos. Ich kann das gar nicht alles lesen. So, hier. Miniman, Medusa. Sind das. Das sind wahrscheinlich
Die Rollen aus den, also die Rollen aus den Filmen, die es da gab, Green Stranger, also zumindest Dracula war das auf jeden Fall, Zombie, Joan Candies, meine ich Joan Candy, ich habe keine Ahnung, das Beste, Simone Belmondo, you played the greatest role in this story. Ich fand Dracula besser geschauspielert als ich. Oh, super, es geht nochmal los. Das ist wahrscheinlich sowas wie der Hard Mode. Aber da habe ich jetzt mal überhaupt keinen Bock drauf. So, ich starte mal schnell das Spiel neu. Und währenddessen... Ich will nur mal gucken, ob der Konami-Code funktioniert. So. Hoch, hoch, runter, runter, links, rechts, B, A, Start. Nee, nicht wirklich. Na, das war's. Macht's gut. Tschüss.